The God of Destruction Beerus. Is he that powerful? Trunks, hör dir zu. Der Gott der Zerstörung. Zerstörung, alles kaputt machen. Ein Gott, das oberste Wesen, die sozusagen die Personifikation von etwas. Hallo? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dragon Ball Xenoverse E93 Tobi. Im letzten Teil haben wir ganz einfach die Majin Buu Saga durchgespielt. Wie gesagt, ich weiß, ich habe es übertrieben mit meinen Zwischen-Offscreen-Trainingseinheiten und nun ist mein Level so, dass ich so gut wie keine Probleme hatte. Aber hey, damit wird die Story schnell vorangetrieben und das ist doch was Gutes, oder? Gut. Wir wollten gerade von der Kaioshin erfahren, wer ist Dimitra genau? Los geht's! He's an evil sorcerer I fought 75 million years ago. Wie bitte? Vor 75 Millionen Jahren! Moment, wenn sie jetzt sagt, er war jetzt so lange im Gefängnis. Boah, ich würde schon nach einem Jahr Gefängnis schon verrückt werden, aber 75 Millionen Jahre! Mein Gott, also wenn... Ich kann mir gut vorstellen, dass der Dimitra so aneinander Waffel hat. Da gibt's nicht genug Waffeleisen, um die Waffeln knusprig braun zu braten. Weiter im Text. He called himself the Demon God and tried to take away Toki-Toki and seize the Nest of Time. To create a world where he could rule history. A guy like him controlling space and time? That's awful. What did you do? I imprisoned him in the crack of time, but it seems like since then he's been biding his time, gathering his strength. His power? For 75 million years? Hey! You just thought about my age now, didn't you? That I must be more than 75 million years old? Das habe ich mir eigentlich nicht gedacht. Und sicher Trunks auch nicht. Wir haben uns wahrscheinlich eher gedacht, wow, der muss jetzt ziemlich mächtig sein. Mann, wie wird das jetzt ausgehen? Huh? No, I didn't. What does it matter how old I am anyway? I mean, people praise me all the time for looking way younger than I actually am. Of course. So, what should we do? Any thought? He's too dangerous. We can't let him get out. We need to thwart his evil plans and keep him from escaping from the crack of time. Also im Grunde sollen wir das tun, was wir schon die ganze Zeit getan haben, nur werden die Herausforderungen schwerer, aber hey, mit meinem Training, ein Klacks, ein Kinderklacks hier. It's up to us. We can't let this demon god do as he pleases. A little more. A little more. Yep, Kampf ums Universum. Oh ja, ich hatte noch einen Titel für die letzte Episode gebraucht. Jetzt habe ich ihn. Habt ihr diese Augen gesehen? Diese wirren Augen, das sind die Augen eines Wahnsinnigen. Und ich muss mich damit auskennen. Gut, meine Lieben, ich möchte jetzt erstmal was schauen, denn ich habe gelesen, je nachdem, wie weit ich in der... Moment, was? Achso, stimmt, ich kriege ja von ihm immer was. Yep. Zuerst ein Krieger des Dämonenreichs und jetzt ein Dämonengott. Chaos. Aber ich glaube, dass du die Geschichte verteidigen wirst. Ich weiß, hier ist ein Geschenk für deine Bemühungen. Hier. Energiekapsel, Dankeschön. Je nachdem, wie weit ich in der Story bin, schalte ich neue Spezialtechniken und auch neue Kostüme frei. Habe ich gerade einen Knick in der Optik oder... Das ist doch der gleiche Typ. Nur halt der ein bisschen hellere Haut und ein Scouter.
Okay. Also da hat das Zufallssystem, wie die Charaktere aussehen, wohl diesmal wohl eine, wie sagt man, na, ich bin den falschen Weg gegangen, ein was rausgeworfen, das hätte ich nicht gedacht. Echt, was ist los mit den? Gut, ich könnte mit ihm ein bisschen trainieren, um Sachen zu freischalten, deshalb das grüne Fragezeichen. Die drei Fragezeichen, Justus Jonas, Peter Bob und Bob Andrews. Habe ich gerade gesagt, Peter Bob? Nee, Justus Jonas, Peter Sean Bob Andrews. So rum. Entschuldigung, mein Fehler. Gut, wie steht's mit meinen Objekten? Ich möchte mich erstmal wieder gut eindecken, bis ich alles habe. Okay, davon habe ich 5, davon habe ich 11, davon habe ich 6, davon habe ich 4. Und das sollte reichen. Wie gesagt, ich denke, dass jetzt noch die Bills Gott der Zerstörungssaga kommt, die anscheinend auch kennen ist. Oh, jetzt könnten wir eine Mission bei Son Goku machen. Die mache ich wahrscheinlich ein anderes Mal. Zubehörladen, hast du was für Neues für mich? Muten Roshis Stab. Oh ja, ich bin ein Sammler-Heini. Ich möchte alles haben, was man irgendwie kriegen kann. Muten Roshis Panzer. Gut, dann kann ich mir ein Muten Roshi-Kostüm machen, okay? Da noch was. Muten Roshis Bart. Dann kann ich auf alter Knacker machen. Auf alter Perversschlinge. Gut, mal sehen, wie ich aussehen würde mit Bart. Moment, das haben wir gleich. Wo haben wir es? Moment. Das will ich jetzt sehen. Oh. So, meine Lieben, der Opa Joe ist jetzt am Steuergrad. Bitte achte ich doch auf mein Alter. Ich weiß selbst nicht, wie lange ich noch Let's Plays machen werde, aber wahrscheinlich nicht so lange würde ich, naja, sagen. Obwohl, ich weiß es nicht. Das ist wirklich ein Thema, da kann ich nicht darüber reden, weil ich meine zum Beispiel Otto Walkes, falls euch der Name was sagt, ist ja auch ein Comedian, der schon über 60 ist und immer noch da im Geschäft. Also, wieso sollte ich dann nicht auch so lange Let's Plays machen? Wenn die so lange überhaupt durchstehen. Gut, okay. Das werde ich mir natürlich auch alles kaufen. Ich möchte von allem mindestens eins haben. Ich habe ja genug Muni. Schuluniform. Weiblich, okay. Schuluniform. Oh, das ist das, was ich wollte. Das ist was. Und Pilotenanzug, genau. Das wollte ich mir auch kaufen. Okay, ich gehe mal nicht durch. Entschuldigung, dass ihr das jetzt sehen müsst, aber... Naja, oh, ich muss aufpassen, dass ich das kaufe, was ich auch möglich will. Pilotenanzug. Das kostet. Okay, ich gehe mal durch. Was, also ich habe das Oberteil, ich habe das Unterteil. Handschuhe brauche ich. Ich möchte dieses Piloten-Outfit, wenn es weitergeht, habe ich. Okay. Schuluniform. Also Schuluniform männlich hat ja nichts. Okay, die Schuhe möchte ich. Und dann kann ich euch ja auch zeigen, was ich noch so für Technik freigeschaltet habe. Okay, das habe ich anscheinend auch schon. Mal sehen, was wir für neue Techniken haben. Ein paar neue Techniken, die mir vielleicht gefallen. Gut, wir haben... Oh, Super Saiyan 2. Siegesrausch. Nähere dich dem Gegner sofort und starte einen mächtigen Tempoangriff. Das kostet aber viel. Naja, nehmen wir das. Alles klar. Gut, dann tun wir uns doch mal ein bisschen hier in Schale werfen. Okay, Ausrüstung ändern. Mal sehen. Wo haben wir das neue? Hoppala, sexy, sexy. Sexy Joe in the Hus. Wo haben wir das? Habe ich das jetzt nicht gekauft oder ist es an einer anderen Stelle? Moment, wo ist das? Habe ich jetzt mir das eine Stück nicht gekauft? Habe ich jetzt... Ah, super. Ich habe doch gerne alles einheitlich. Nice new items. Nö, ich hab... Ach, das waren die Stiefel. Also ein Oberteil. Ah, Glück gehabt, ich habe noch genug. Puh, gerade hatte ich... Ah, so mit die Hose habe ich mir nicht gekauft. Schande. Moment, verkaufen. Kann ich vielleicht was verkaufen? Habe ich vielleicht irgendwas, was ich... Ah, die Mr. Satan-Abzeichen kann ich verkaufen. Die geben Schotter, sage ich euch. Habe ich ja genug zum Glück... So, nein. Kaufen wie ich. Gebe mir die Hose. Ich brauche ein paar schicke Hosen zu dem Anzug. So, habe ich da alles. Pilotenanzug. Wunderbar. Ich glaube, jetzt sollte ich alles haben. So, Pilotenanzug. Wo haben wir es? Okay, Kiev-Zone geht etwas runter, aber das habe ich hier sowieso höher. Gut, gehen wir erstmal alles an. Naisü. Pilotenanzug. Und... Pilotenanzug. Das Schwert tun wir wegnehmen. Wollen wir uns vielleicht was anderes geben? Mal sehen. Geh weiter. Das Garter vielleicht wieder.
Oder lassen wir einfach, lassen wir es sein. Schicker Hut, ne. Gut, das ist also das neue Outfit. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Gut, gut, gut. Davon geht wieder die Zeit, wenn wir gut. Kostümfarbe oben, okay. Mal sehen, machen wir mal hier die Farbe blau. Dann haben wir nämlich den Hauptteil. Okay, welches Blau ist es? Das hier, okay. Das wäre schwarz. Das wären hier die Seitenteile. Okay, die kann ich schwarz lassen. Und das Oberteil, das machen wir mal. Das können wir weiß lassen. Ja, gut, okay. Kostümfarbe unten. Was ist das schwarz? Okay, das ist für die Hose, okay. Das ist für... Ach, die Seitenstreifen. Dann machen wir die auch weiß oder ein bisschen... Hab ich so ein Grau gemacht? Nee, ganz weiß habe ich, okay. Soll ja alles einheitlich sein. Das ist wahrscheinlich vom Gürtel. Okay, das ist von den Teilen. Okay, hier das und das Gürtel-Mitteteil. Mache ich grau. Das ist nice. Handfarbe. Nö, lassen wir weiß. Das sieht gut aus. Die Schuhe. Machen wir die vielleicht auch blau oder... Wobei, in weiß sehen die eigentlich ganz schick aus. Gut. May. Schaut euch dieses Hinterteil an. Ein schönes Brotkörbchen. Nom, 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 nom. Okay, wo muss ich lang, wenn ich... da, zum Zeitnest. Okay. Alter, da kommen ja meine Muckis wirklich hier zum Vorschein. Und das ist, glaube ich, das erste Mal und das einzige Mal, dass ich diese Muckis sehen werde, weil ich habe einfach keine Muskeln. Aber das konnte ich halt wirklich nicht einstellen, wie meine Muckis aussehen. Gut, schauen wir mal. Genau, das ist jetzt auch interessant. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin so schwach. Passt auf. Mein Spezialscouter misst deine Stärke. Mal sehen. Nicht messbar? Wow. Bitte lass mich dich Boss nennen. Wir sind so stark, dass sie sogar von uns beeindruckt ist. Wir sind halt der beschworene Krieger von Trunks. Und wir können jetzt auch was. Wir haben was drauf. Da hat sich das ganze Training gelohnt. So, ich gehe erstmal wieder rein und dann werde ich noch meine... ich glaube, ich werde die Farben doch noch ein bisschen ändern. Die Hose, das... Ich glaube, das geht anders einheitlich. Das Typ wäre aber unten. Warte, wenn ich das weiß mache und die Seitenteile blau, das wäre, glaube ich, so, dann ist es akkurat. Moment, eins höher, ja. So sieht schick aus. Nur dann brauche ich die. Müssen die Schuhe eine andere Farbe haben. Dann müssen die getauscht sein. Ja, so finde ich schick. Eine schöne Mischung aus Blau, Weiß und Schwarz. Ja. Und ich habe schon einen Angriff, wo ich weiß, dass ich ihn verwenden werde. Gut, machen wir das erstmal hier vor Ort. Da, keine Sorge, ich werde schon noch ein bisschen weiter kämpfen. Gut, Fähigkeiten ändern. Mal sehen, Brandhieb, das nehmen wir mal weg. Ich habe hier kein Schwert mehr. Ermahnung klappt auf jeden Fall. Urknallattacke mag ich eigentlich. Geisteshieb. Mal sehen, das passt vielleicht nicht mehr ganz dazu. Was nehme ich? Wenn du aufsteigst, das mal sehen. Ich überlege gerade, vielleicht das hier, da tue ich nämlich zurücksetzen und greife ihn dann auch an. Das konnte passen, okay. Feine Flash, da nehme ich den Super Stromschlag, das Ultimate von C17, also dem Androiden. Ich kann euch sagen, es hat so lange gebraucht, bis ich das endlich gefunden habe. Ich musste einen bestimmten Parallelquest machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den bekomme, war einfach gering. Gut, dann haben wir das blauen Hurricane, behalte ich natürlich oder nehme ich den Siegesrausch? Probiere ich mal den Tempoangriff, das hört sich interessant an. Gut, einen direkten Angriff. Was mache ich? Tödlicher Tanz, alles gesichert. Das war ein Angriff, den ich von Cell bekommen habe. Ich glaube, tödlicher Tanz behalte ich. Aber ein anderer Direktangriff. Vielleicht sage ich euch mal, alles gesichert. Freiheitskrieg, das ist das von C17. Finde ich eigentlich nicht so gut, ich habe es mal gesehen. Ja, nehme ich alles gesichert, da kann ich auch ein bisschen Abstand machen. Gute Voreinstellung, das tun wir mal alles abspeichern hier, das kann man ja schön machen. Okay, da habe ich alles nochmal, das ist sozusagen auch für, das habe ich offscreen gemacht, dieses Outfit. Wie ihr seht, ich konnte von allem die Farbe so einstellen, wie ich wollte. Sieht ganz schick aus, hat sowas Rebellisches. Okay, und voilà, bin ja gerade noch nackig, bitteschön. Kann ich irgendwie salutieren? Nee, geht nicht.
Pilot Jovo, melde sich zum Dienst. Sir. Sieht nice aus. Hey. Jedes Mal. Gut gemacht. Alles okay. Die Schriften sind okay und alles ist gut. Moment, können wir gerade den Text nochmal lesen? Gut gemacht. Alles okay. Die Schriften sind okay. Und alles ist gut. Also alles einfach im grünen Bereich, oder? Gut. Aber mir kommt es viel zu ruhig vor. Das ist verdächtig. Das ist immer verdächtig. Also ich sehe mal in der Zeitkammer nach. Entschuldigung, das habe ich übersprungen. Danke, dann gehen wir. Natürlich ist irgendwas verdächtig. Demikra ist immer noch im Gefängnis. Er will immer noch ausbrechen. Das hört nicht von so von hier und jetzt auf. I don't see any changes in the scroll yet. But then maybe Demigra gave up. Don't be foolish. I'm assuming you've heard of me from the Supreme Kai of Time, no doubt. I have waited 75 million years for this. Are you insane? I'll never give up. Tja, ich würde eher sagen, dass du derjenige bist, der irre ist. Besonders an der Frisur. Hm? There's no one else strong enough to be a threat to us. Ja. In dem Punkt, da hast du recht, Trunks. Buu ist nicht stärker, aber was er machen könnte ist, und das habe ich, glaube ich, das habe ich in einem Teaser zu dem Spiel gesehen, dass er Freezer, Cell und Buu gleichzeitig kontrolliert und sozusagen in eine Zeitepoche bringt, damit sie alle gemeinsam kämpfen. Das kann noch nicht. Do you really think so? Oder redet von Bills, dem Gott der Zerstörung. Ja. Definitiv die Irrenlache. Die Animation ist gut. Oh mein Gott! Es ist eine Schriftrolle. Dum dum dö. No, that's horrible. He went to that time period? Huh? Was that a dangerous era or something? Ignorance sure is bliss, isn't it? How about I explain it to you? It's the time period when Beerus, the freaking god of destruction, went to Earth! Sehr lustig der Zusatz. Nicht nur der Gott, sondern it's not, ist nicht der Gott, sondern der, also freaking übersetzt man so wie mit verdammt, der verdammte Gott der Zerstörung. Dieser Zusatz. The god of destruction, Beerus, is he that powerful? Trunks. Hör dir zu, der Gott der Zerstörung. Zerstörung, alles kaputt machen, ein Gott, das oberste Wesen, die sozusagen die Personifikation von etwas. Hallo? Meinst du, der ist nicht stark? Lord Beerus! Entschuldigung, stimmt. Man muss auf den Titel achten. Lord Beerus. Yes. Yes, ma'am. Anyway, is this Lord Beerus really strong or something? Just go and stop him! Quickly, you have to hurry if Lord Beerus turns against us. He'll destroy everything! All of history! All right. So then, let's do this. Gut, und ich werde nicht nach meiner Meinung gefragt. Naja, ich gehe einfach. In meinem neuen, schicken Outfit. Vielleicht hätte ich die Handschuhe doch schwarz machen sollen. Naja, egal. Kann die nachher machen. Weiß ich, worüber ich mir Gedanken mache. Let's go, Goten! Hey, wait for me, Trunks!
is the darn Super Saiyan God. That's odd. Beerus, your prediction was predictably wrong. And I was so looking forward to it. Too bad. But, of course, it is no surprise. What does that mean? My idiotic song and dance seems to have helped calm down Beerus's temper. All we have to do now is simply wait for him to leave. Oh, Lord Beerus, have you had this dessert they call pudding? Huh? Pudding, you say? You there, give me one pudding cup. No! All pudding for Boo! Give it! No! Give it! No! Give it, you fool! Give him the pudding! That was too close. Here, Lord Beerus. Ah, thank you. Now then. I'm sorry. Goten, why didn't you catch it, dude? Yeah, because you threw it too hard, Trunks. By the way, how'd you do that crazy curveball? You idiots! Lord Beerus! Now I'm mad! Gotteszerstörung, Bills. Ja, ihr müsst wissen, der Bills, dieser Gott, der zerstört gerne Planeten aus der Laune heraus. Wenn ihm irgendetwas auf dem Planeten nicht gefällt, dann puff. Aber die Szene gerade, Demigre hat einen Ball manipuliert. Er hat sich erstmal nicht um Bills gekümmert, sondern um einen Ball, dass er ihm seinen Pudding wegschlägt und er dadurch wütend wird. Ja, er isst halt gerne und wenn er keinen Pudding haben kann, oh, nimmt niemals Pilz seinen Pudding weg. Gut, wir werden also nächstes Mal gegen diesen Gott der Zerstörung kämpfen. Ich hoffe, Sie sind gespannt. Wenn ja, seien Sie es gespannt, bis die nächste Ausgabe kommt. Wenn ihr diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns wieder bei der Fortsetzung von Dragon Ball Xenoverse, ihr 93 Chovo. I love the Nintendo. Tschüss and goodbye.